Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der informativsten Show im Digitalradio. Herzlich willkommen zur Fragberger Show. Mein Name ist Jürgen Fraberger und ich beantworte, so wie jeden Samstagnachmittag von 15 bis 16 Uhr, Ihre Fragen rund um die Mobilität. Heute stehen bei uns die ARBÖ Reiseserviceblätter 2022 im Fokus. Was genau das ist und wie diese Ihnen weiterhelfen können, das klären wir heute. Stellen Sie mir auch Ihre Frage, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an verkehrsradio@arboe.at und schon wird Ihre Frage nächste Woche in der Fragberger Show beantwortet. Nach etwas Musik geht's bei uns auch schon los. Die ARBÖ Reiseserviceblätter 2022 sind heute unser Thema in der Fragberger Show. Was ist das denn überhaupt? Das ist ganz einfach erklärt. Der ARBÖ Informationsdienst sammelt und recherchiert alle aktuellen Informationen zu allen Ländern Europas. Sollten Sie eine Auslandsreise planen, ist es nützlich, sich die Reiseserviceblätter der zu durchfahrenden Länder genau anzusehen. Dies können Sie online auf www.arboe.at machen oder Sie holen sich die gewünschten Reiseserviceblätter natürlich kostenlos direkt in Ihrem nächsten ARBÖ-Prüfzentrum ab. Welche Infos Sie in den Reiseserviceblättern finden? Ja, gleich mehr dazu. Wussten Sie, dass der ARBÖ-Informationsdienst von allen Ländern Europas die für Urlauber oder Reisende wichtigen Informationen recherchiert, sammelt und in Form von Reiseserviceblättern direkt für Sie bereitstellt? Und das natürlich kostenlos. Ob online auf der ARBÖ-Homepage oder direkt im ARBÖ-Prüfzentrum. Die Reiseserviceblätter warten dort bereits auf Sie. Reiserelevante Daten und Fakten finden Sie schön aufgelistet. Zum Beispiel Währungsinformationen, aber auch allgemeine Infos wie die Größe des Staatsgebiets oder die aktuelle Einwohnerzahl. Alle gesetzlichen Feiertage sind ebenfalls darin aufgelistet und auch alle wichtigen Telefonnummern, also wie Sie zum Beispiel die Polizei, die Rettung, die Feuerwehr, den Euro-Notruf oder auch, ganz wichtig, die österreichische Botschaft im jeweiligen Land erreichen können. Und was bei der Einreise ganz wichtig ist, das erzähle ich Ihnen gleich als nächstes. Wir sprechen heute über die ARBÖ Reiseserviceblätter und neben wichtigen Telefonnummern und Adressen, wie zum Beispiel von der Botschaft, erfahren Sie auch alles zu den Personaldokumenten. Das heißt, ist ein gültiger Reisepass für die Einreise notwendig oder nicht? Darf ich alternativ dazu auch einen Personalausweis verwenden? Wie lange darf der Reisepass abgelaufen sein? Welche Regelungen gibt es für Kinder? Und was brauchen Minderjährige, die ohne erziehungsberechtigte Personen reisen? Ja, das sind schon sehr interessante Informationen. Ja, aber auch, ob die E-Card im jeweiligen Land akzeptiert wird oder nicht. Aber auch, was es zu beachten gilt, wenn ich Haustiere ins Land mitnehmen möchte. Und natürlich kommen auch die Autofahrer mit wesentlichen Infos nicht zu kurz. Gleich mehr dazu. Sie sind als Autofahrer im europäischen Ausland unterwegs. Woher kriegen Sie jetzt genaue Infos über die Geschwindigkeitsangaben? Ja, wie schnell dürfen Sie zum Beispiel auf der Autobahn fahren? 130 oder doch nur 110? Diese Infos verraten Ihnen unsere Reiseserviceblätter. Online auf www.arboe.at oder in Broschürenform direkt im ARBÖ-Prüfzentrum. Sie finden darin alle gesetzlichen Bestimmungen wie die Alkoholgrenzen, die Lichtpflicht, die Winterreifenpflicht, aber auch wie viel Waren, zum Beispiel Zigaretten oder Parfüm, Sie mitnehmen dürfen. Und ganz wesentlich für alle Autofahrer, wie schnell darf ich im Ort, außerorts und auf der Autobahn fahren und welche Mitführpflichten gibt es im Pkw? Ja, Sie sehen also, vor der nächsten Reise zahlt sich ein Blick auf die ARBÖ Reiseserviceblätter durchaus aus. Die Reiseserviceblätter vom ARBÖ standen bei uns heute im Fokus. Diese erhalten Sie online auf www.arboe.at oder direkt in Broschürenform im nächsten ARBÖ-Prüfzentrum Ihrer Wahl.
Egal ob Kindersitzinfos in Tschechien, Tempolimits in Kroatien oder die Mitführpflicht für Pkw in Ungarn. Die Broschüren gibt es übrigens für alle Länder Europas und für alle wichtigen außereuropäischen Urlaubsländer. Also Sie finden auch Infos über die Dominikanische Republik, Amerika, Kanada, Ägypten und vieles, vieles mehr. Egal wo Ihre nächste Reise hingeht, holen Sie sich ARBÖ Reiseserviceblätter, sie sind natürlich kostenlos. So kann auf der nächsten Urlaubsfahrt nicht mehr allzu viel schief gehen. Schönen Samstagnachmittag, schöne Ostern und schöne Feiertage wünsche ich Ihnen. Machen Sie es gut!